Große Überraschung für die Song Contest-Kandidaten. Bei einem Clubkonzert in Wien, wo die sechs Acts vor dem großen Finale heute Abend noch einmal einem ausgewählten Publikum ihr Können zeigten, tauchte plötzlich Conchita auf, um ihnen viel Glück zu wünschen. Schließlich wird heute Abend entschieden, wer beim Song Contest singen wird. Ist es nicht schwer, in die Fußstapfen von Conchita Wurst treten zu dürfen oder zu müssen? Definitiv. Wir sind zwar größer als sie, aber sie hat große Fußstapfen hinterlassen. Unsere Schminke und unsere Perücken gibt es ja schon länger. Also bevor wir Conchita Wurst kannten, hatten wir das schon. Also die hat euch kopiert, so ist es. Kann man wohl sagen. Wir sollten sie mal darauf ansprechen. Andi Knoll kommentiert übrigens den Song Contest schon seit 1999 für Österreich. Diesmal das erste Mal auch in Österreich. Es ist total absurd, dass das jetzt bei uns ist. Ja. Also man kann mit dem Radl in die Arbeit fahren. Ich brauche keinen Pass. Ja. Ich brauche keinen Pass mitnehmen, um zum Song Contest zu fahren. Ich finde, Gabriel ist wirklich nicht weiter. Er hat, glaube ich, zu Fuß 10 Minuten. Ja. Brauche ich nur das Fenster kippen und ich erst sogar von daheim vielleicht. Ja. Wenn ich wirklich fahren sollte, dann werden wahrscheinlich die schlaflosen Nächte einsetzen und dann werde ich schweißgebadet aufwachen und denke, oh mein Gott, aber jetzt geht's noch. Was löst das Wort Song Contest momentan noch in euren Köpfen aus? 16,6% periodisch. Das heißt, das ist unsere ausgerechnete Chance. Den Siegersong haben wir ja schon. Jetzt müssen wir noch wissen, welcher es ist. Ja? Und welcher das sein soll, das entscheiden Sie dann heute um 20.15 Uhr in ORF 1.